Ihr seid live dabei. Heute Morgen war erstmal die Batterie von der Waage leer. Ob das ein Zeichen war? Ein bisschen Schiss habe ich ja schon. Ich kann euch sagen, wenn ich so viel essen würde, ich werde ja... Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ich kriege den Vorspann heute hin, ohne mich kaputt zu lachen. Ihr wolltet nämlich gestern unbedingt, habt ihr auf Instagram für abgestimmt, dass Magda mit ins Video kommt. Ja, hier ist sie jetzt, sie hat euch ja schon begrüßt zum neuen Food Diary. Pipi Lottchen ist auch am Start und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Logischerweise seht ihr wie immer, was ich in der Woche gefuttert habe und ihr habt es vielleicht schon im Titel gesehen, werden wir mal der Frage auf den Grund gehen, ob man von Cheat Days zunimmt. Denn davon hatte ich gleich zwei in dieser Woche. Und ihr dürft also gespannt sein, ob die irgendwas an meinem Gewicht verändert haben. Ihr wisst ja, ich wiege mich einmal die Woche. Von daher, ihr seht gleich direkt am Anfang, was ich mir denn da reingezimmert habe. Und dann könnt ihr ja mal in den Kommentaren abstimmen, ob ihr denn glaubt, dass ich zugenommen habe oder nicht. Auf Instagram habe ich euch schon abstimmen lassen und da haben 80% von euch abgestimmt, dass ich nicht zugenommen habe. Naja, ihr könnt euch ja mal überraschen lassen. Ihr seid auf jeden Fall in dem Video quasi live mit dabei, wenn ich auf die Waage gehe. Es waren aber noch zwei Fragen aus dem letzten Food Diary. Zu beiden kann ich nicht viel sagen, deswegen geht das jetzt auch ganz schnell. Die eine Frage war, ob ich euch nochmal so eine Quelle nennen könnte, wo das dann nochmal genau drinsteht mit den mehrwertigen Alkoholen als Zuckerersatzstoff, dass man die nicht mit einberechnen muss. Da verlinke ich euch mal so einen Artikel in der Infobox. Und dann wurde ich noch gefragt, ob ich ein paar Rezepte habe oder ob ich euch vegetarische Proteinquellen nennen kann, die nicht viele Kohlenhydrate haben. Da muss ich sagen, es ist auch nicht so ganz mein Thema. Aber ich verlinke euch da auf jeden Fall auch in der Infobox mal den Blog von der lieben Verena. Low Carb Backrezepte heißt er. Da gibt es aber auch genug herzhafte Rezepte. Und die macht sehr, sehr viel vegetarisch. Von daher schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Noch wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Gebt da Daumen nach oben. Ich habe leider keinen Daumen, deswegen muss Sandra hier machen. Meinen Hampelmann. Und tschüss. Bis später. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise ist es jetzt 13 Uhr. Heute wird es Tag des Resteessens geben. Ich hatte ja gestern meinen Geburtstag groß nachgefeiert. Den habe ich nicht low carb verbracht. Ich habe mir so richtig gegönnt und das war so, so toll. Und ich zeige euch jetzt mal eben, was noch übrig ist. Dann seht ihr auch, ja, was ich gestern so den Tag über gefuttert habe. Wir hatten Braten, Würstchen, dann hier meinen amerikanischen Krautsalat, Kartoffelsalat von meiner Mama. Hier noch griechischen Bauernsalat mit Schafskäse, jede Menge Ciabatta, meinen mediterranen Nudelsalat. Dann hatte ich hier noch verschiedene Dips gemacht, Tzatziki, hier so einen Paprika-Schafskäse-Dip, Kräuterbutter, Basilikum-Pesto. Ja, damit habe ich mich gestern den ganzen Tag durchgefuttert oder dadurch habe ich mich durchgefuttert, wie auch immer. Wird heute nicht anders aussehen, ne? So die Resteverwertung. Und es gab noch jede Menge Süßigkeiten, das heißt... Gestern und heute nicht low carb, aber muss ja auch nicht. Und wie war das noch? Von ein bis zweimal durchfuttern ist noch keiner fett geworden. Von daher werden wir uns das heute auch nochmal schmecken lassen. Also ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Ich werde also heute ja nicht weiter mitfüllen, weil ich eigentlich den ganzen Tag über an den Resten mümmeln werde. Und ich hatte auch noch meinen leckeren Streuselkuchen mit Hefeteig eingefroren. Den habe ich aufgetaut. Und da werde ich mir sicherlich heute auch ein leckeres Stückchen von gönnen. Die sind mit Kirschen und Aprikosen. Und das Rezept verlinke ich euch auf jeden Fall auch dann in der Infobox. The day after sozusagen, oder besser der Tag nach den zwei Tagen Futterei. Wir haben es jetzt bereits 6:30 und ich habe bis jetzt, also jetzt knurrt mir der Magen, aber ich habe den ganzen Tag keinen Hunger gehabt. Ich habe jetzt wirklich zwei Tage lang... mich ziemlich durchgefuttert und auch sehr, sehr voll gefuttert. Klar, mein Magen ist das natürlich auch alles nicht mehr gewohnt. Ist aber auch nicht schlimm. Ich bereue das auch nicht. Aber ich sage euch jetzt mal, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe. Ja, so lange auf Kohlenhydrate verzichtet. Ich habe die ja so, so lange reduziert. Und jetzt habe ich aber auch zwei Tage, muss man dazu sagen, wirklich von den Mengen her viel gegessen. Ich habe mir ja richtig gegönnt. Und ich habe mich halt heute Morgen ziemlich, ja, aufgequollen gefühlt. Ich habe mich auch nicht auf die Waage gestellt, wäre ich auch bekloppt gewesen, wenn ich das gemacht hätte. A, hätte ich wahrscheinlich einen Schock bekommen und B, ist es so, dass der Körper pro Gramm Kohlenhydrate ungefähr 4 Gramm Wasser speichert. Das muss ja auch erstmal runter bzw. raus.
Ja, und ich wiege mich ja sowieso immer nur freitags und ja, deswegen, ich werde euch das am Freitag auf jeden Fall wissen lassen, ob ich zugenommen habe und wie viel ich zugenommen habe. Jetzt lasse ich mir auf jeden Fall erstmal hier meine Tomaten schmecken von meiner Freundin Steffi aus ihrem Garten, sehr, sehr lecker, mit Mozzarella-Herzchen und Basilikum drauf, sowie Basilikum-Pesto, das ist auch noch übrig. Morgen, 10 Uhr und es gibt Frühstück, griechischen Joghurt, 250 Gramm mit frischen Himbeeren und obendrauf Chiasamen. Es ist mal wieder Riegelmittag und ich gönne mir jetzt diesen Eiweißriegel hier. Riegel mit Crispy White Chocolate Geschmack mit weißer Schokolade überzogen. So sieht der aus und den esse ich jetzt mal heute Mittag. So, bei uns gibt es heute zum Abendessen ganz, ganz klassisch, aber ganz klassisch Gemüsesuppe. Natürlich mit ordentlich mit Wurst und für mich kommt noch ein bisschen turboscharfes Gewürz rein. Und ja, also das schmeckt ja immer ganz lecker. So, da ich euch ja meine anderen Schandtaten auch immer zeige, 21 Uhr und ich habe irgendwie Bock bekommen und mache hier gerade leckere Nussschleifen mit Hefeteig, denn ich wollte noch mal ein süßes Rezept auf den Blog stellen. Und ja, die habe ich jetzt soweit vorbereitet und jetzt können die schönen, kleinen, feinen Dinger in den Ofen. Guten Morgen, ihr Lieben. Same like yesterday, diesmal aber mit Leinsamen und Kakaonips. Wie versprochen, ihr Lieben, hier seht ihr nochmal das fertige Ergebnis von den leckeren Nussschleifen, die ich gebacken habe. Nicht für mich, aber für meinen Freund zum Mitnehmen. Teil habe ich auch eingefroren. Und das Rezept dazu kommt nächste Woche auf dem Blog. Ich habe hier nämlich schon fleißig eben Fotos gemacht. Und laut meinem Freund sind sie super, super lecker geworden. Ich werde euch das Rezept auf jeden Fall dann auch in der Infobox verlinken, sobald das online ist. Oder folgt mir ansonsten gerne auf Instagram, da bekommt ihr das ja auf jeden Fall auch direkt tagesaktuell mit. Bis später. Riegeltime. Hey, wird der Tag heute etwa genauso wie der gestern? Heute probiere ich mal diesen Proteinriegel Schokonuss. Der wurde mir nämlich auf meinem Riegelopfer-Account auf Instagram empfohlen und ich bin schon ganz gespannt, wie er schmeckt. Hier nochmal für euch ein kleines Behind the Scenes, genau so heißt das. Das ist das Abendessen für meinen Freund heute. Crushed Potatoes. Das Rezept kommt, ich glaube, im Oktober kommt das auf den Blog. Und ich werde euch dann auch nochmal in einem Food Diary zeigen, wie ich die genau gemacht habe. Die sind halt nicht Low Carb, aber ich weiß ja, dass viele von euch sich auch ja, für die Rezepte interessieren, die mit Kohlenhydraten sind. Und das ist bestimmt richtig, richtig lecker. Ich zeige euch gleich, was es bei mir gibt. Nichts Weltbewegendes. Ist schon irgendwie bitter, aber naja, es ist ja auch trotzdem lecker. Das gibt's bei mir. Es war noch ein bisschen von der leckeren Gemüsesuppe über von gestern. Also eigentlich noch eine relativ große Schale. Ihr seht, mit ordentlich Einlage drin, ganz viel Gemüse, viele Mettwürstchen. Ja, heute ist mein Essen extrem spannend. Ist eigentlich genauso wie gestern, ne? Naja, morgen wird's anders, versprochen. Guten Morgen, meine Sportmotivation. Das ist wieder griechischer Joghurt mit Himbeeren. Sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil ich die Himbeeren schon drunter gematscht habe. Links Chiasamen, in der Mitte Leinsamen, rechts die Kakaonips. Das wird jetzt alles schön durcheinander gematscht. Dann können die Samen noch so ein bisschen aufquellen. Ich mache jetzt erstmal eine Runde Sport und dann freue ich mich darauf. So, ich bin mit einer ganz lieben Freundin lecker Mittagessen und für mich gibt es einen Salat mit Pfifferlingen, Hähnchen und Speckwürfeln. So, es kam auch wieder meine neue Just Spices Lieferung für September an und wie immer zeige ich euch auch mal, was ich mir diesmal ausgesucht habe. Ein paar Klassiker sind dabei, die ich einfach nochmal brauchte, um meinen Vorrat wieder aufzufüllen. Das ist hier zum einen das Hähnchengewürz, damit mariniere ich sehr gerne Hähnchenbrust. Ich nehme ja auch gerne das Gyros-Gewürz. Das hier ist aber auch super. Dann, jetzt passend zum Herbst, habe ich mir nochmal Nachschub geordert von dem Pilzpfannengewürz. Das ist mega, mega lecker. Das solltet ihr echt mal ausprobieren. Jetzt ist ja gerade so Pfifferlingszeit oder auch eine leckere Pilzpfanne mit Champignons und Speck drin. Mega lecker einfach. Den Mexican Allrounder, da gebe ich immer ins Chili con Carne ein bisschen was von rein. Der schmeckt auch sehr, sehr gut. Dann habe ich mir nochmal Kräuter der Provence nachbestellt. Die brauche ich auch irgendwie ständig. Kräuterquarkgewürz, wenn es mal schnell gehen muss, kriegt ihr hier einen super, super leckeren ja, Quark mit hin. Das hatte ich neulich schon mal in so einer kleinen Größe. Das hatte ich, glaube ich, in meinem Grillpaket mit drin. Das ist ein Tomatendressing-Mix, also für Salatdressing. Und das hier steckt drin und das gibt wirklich ein unheimlich leckeres Salatdressing. Da müsst ihr einfach nur ein bisschen Öl mit zugeben, Wasser, ja, und dann ist es auch schon fertig. Und ein Esslöffel Essig, genau.
und schmeckt wirklich super gut. Ist mal, ja, einfach mal was anderes zum normalen Joghurt-Dressing oder ja, zum normalen Essigöl-Dressing. Und dann haben die hier ganz neu den Tropical Yogurt Spice, so für übers Frühstück drüber. Zutaten seht ihr gerade nochmal hier. Ananas-Raspeln, Kiwi-Raspeln, Mango-Raspeln, Mandarin-Raspeln, Ingwer und Minze. Bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das im Joghurt macht und probiere ich auf jeden Fall die nächsten Tage aus. Alle Just Spices Gewürze bekommt ihr online. Ab und zu verlose ich auch mal welche auf Instagram. Also folgt mir da auf jeden Fall auch. Da gibt es immer mal so ein bisschen was zu gewinnen. Und ja, vielen lieben Dank nochmal an Just Spices für die September-Lieferung. Ich habe mich wie immer super doll gefreut. Ja, und euch verlinke ich natürlich Just Spices nochmal in der Infobox, wo ihr dann auch zum Online-Shop kommt. Hi, zum Abendessen gibt es jetzt für mich leckere Low-Carb-Kürbispuffer, gemacht hier aus dem Butternut-Kürbis. Denn der hat nämlich im Vergleich zu anderen Kürbissorten relativ wenig Kohlenhydrate. Und dazu gibt es einfach einen Dip mit griechischem Joghurt, Salz und Knoblauch. So, Freitag. Freunde, ihr seid live dabei. Heute Morgen war erstmal die Batterie von der Waage leer. Ob das ein Zeichen war? Ein bisschen Schiss habe ich ja schon. So, ihr Lieben, zum Frühstück. Wen interessiert jetzt das Frühstück? Ihr wollt Tacheles hören, ihr wollt Zahlen hören. Aber Spannungsbogen. Da freue ich mich schon seit Tagen drauf. Es gibt ein Low-Carb-Brötchen. Rezept für zwei verschiedene Varianten gibt es auf dem Blog, in der Infobox für euch verlinkt. Und mal wieder meine Lieblingskombination. Links Frischkäse, Kräuterfrischkäse mit leckerer Salami, das ist in dem Fall Haselnuss-Salami, und auf der rechten Seite, die ist belegt mit Cheddar-Käse. Okay, Freunde, so, los geht's. Erstmal nochmal vorweg ein paar Worte. Ihr wisst, ich laber immer ein bisschen rumrum, ist mir aber wichtig. Erstmal grundsätzlich von Cheat Days, so zum Thema, viele vertreten ja die Meinung, davon nimmt man ab, das regt den Stoffwechsel wieder an. Halte ich persönlich eigentlich gar nichts von, habe ich euch auch mal in einem Blogpost zusammengeschrieben. Den verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox, weil ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Sparen. Nehmen wir an, ihr legt jeden Tag 5 Tage die Woche 1 Euro zurück, habt ihr also 5 Euro gespart und entdeckt dann samstags was Tolles, was 8 Euro kostet. Dann habt ihr natürlich das Ganze wieder ausgegeben und gegebenenfalls sogar etwas mehr. Und genauso bin ich der Meinung, kann das mit Cheat Days passieren, weil ein Stoffwechsel meiner Meinung nach schläft nicht ein, es sei denn, man ist nicht gesund. Ansonsten wäre man tot, ein Stoffwechsel läuft weiter. Und ich bin der Meinung, wenn man so richtig reinhaut, jetzt nicht nur kurz was gönnt, kann man sich auch sein Kaloriendefizit von der Woche wieder kaputt machen. So, aber genug jetzt der langen Worte vorweg. Ich hatte heute Morgen im Vergleich zu letzten Freitag 1,2 Kilo weniger auf der Waage. Ja, lassen wir das mal so stehen, woran auch immer das liegt. Ich habe mich ein bisschen gewundert. Allerdings muss man auch dazu sagen, ich hatte die Woche davor komischerweise 1,4 Kilo mehr, obwohl ich davor die Woche im Kaloriendefizit war. Wisst ihr, wie ich meine? Ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Von daher glaube ich, dass das Gewicht von der Woche davor irgendwie ein bisschen komisch gewesen ist, aber unterm Strich kann man jetzt, glaube ich, sagen, es hat anscheinend irgendwie doch nicht geschadet. Zumindest sieht es jetzt erstmal so aus. Ob man das jetzt irgendwie als, weiß ich nicht was, Basis dafür nehmen kann, um zu sagen, ein Cheat Day schadet nicht, weiß ich nicht, ist immer noch nicht so ganz meine Meinung. Und es wäre aber auch nicht schlimm gewesen, wenn es heute Morgen jetzt mehr gewesen wäre oder gleich geblieben wäre. Schließlich habe ich mir gegönnt, es war lecker. Und ja, so viel erstmal dazu und ich lasse mir jetzt mein Frühstück richtig, richtig gut schmecken. So, ich habe mir nochmal einen von den Kürbispuffern von gestern einfach in der Pfanne gerade aufgewärmt mit ein bisschen Dip dabei. Und als kleiner Tipp nochmal, wenn ihr euch den Kürbispuffer nicht selber würzen möchtet, hier gibt es auch ein ganz, ganz tolles Kürbisgewürz von Just Spices. Das schmeckt auch echt super gut, so auf Ofenkürbis oder so, mega lecker. Ja, es ist jetzt noch recht früh, 11:30. Habe auch nur ein kleines Hüngerchen, deswegen nur einer. Ich bin nämlich gleich unterwegs, noch einen Termin und dann heute Nachmittag, heute Abend bin ich auf einem Blogger-Event. Da wird es dann bestimmt reichlich zu futtern geben. Ihr kennt mich ja, Safety First. Ich weiß ja noch nicht genau, wann es da was zu essen gibt und ob ich dann doch nochmal irgendwie Hunger vorher bekomme. Deswegen wird dieser Riegel hier in meine Handtasche wandern und bei Bedarf herausgezogen und verfuttert. Ich bin jetzt hier gerade in der Kolbstraße in Köln-Mühlheim. Alle Kölner, ihr könnt ja jetzt mal schreiben, ob ihr das kennt. Und wir kommen gerade vom Event.
und frag mich nicht warum. Ich habe jetzt irgendwie noch Hunger und ja, jetzt sind wir gerade beim Doi Doi hier gewesen. So wandere ich hier mit meiner türkischen Pizza nachts durch Köln. Meine Güte, wie lange habe ich das nicht mehr gemacht? Leute, ich sag's euch. Das war jetzt auch eigentlich eher kein Hunger, sondern Appetit, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Noch, wo fährt Frau jetzt noch hin? Ich glaube es nicht. Einen wunderschönen guten Mittag, 14 Uhr. Vorher hatte ich keinen Hunger, ach, wen wundert's, nach der Aktion da gestern Abend. Wischen wir einfach weg Kalorien von gestern. Wischen. Ich habe mir noch die restlichen 2 Kürbispuffer in die Pfanne gehauen mit dem restlichen Dip. Und ich stempel jetzt mal die Aktion da gestern Abend ab unter der Kategorie hätte nicht sein müssen, ne? Ich war satt, ich hatte definitiv keinen Hunger mehr, ich war auch nicht frustriert oder sonst irgendwas. Das waren einfach Gelüste und ja, back to the roots, good old times. Nachts essen durch Köln laufen, habe ich mir halt diese türkische Pizza da reingezimmert. War übrigens auch Hähnchendönerfleisch noch drin, ne? Hatte ich euch unterschlagen. Und die Sau und Stäbchen da war auch so, ne? Halten wir nochmal an der Tanke und holen was Süßes. Läuft. Also das ist wirklich was, da ärgere ich mich. Das hätte nicht sein müssen. Das war nicht so wie an meinem Geburtstag, wo ich wirklich gesagt habe, komm, heute lass ich es mir mal gut gehen. Aber naja, es ist ja wie es ist. Was soll's, back to the Normalität und Kürbispuffer alaaf. So, meine Lieben, das war's jetzt auch. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Schreibt's mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und ihr könnt mir auf jeden Fall ja auch mal schreiben, ob ihr denn getippt hättet, dass ich tatsächlich abgenommen habe. Ich hätte es ja wirklich absolut nicht gedacht, aber naja. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns spätestens hier nächsten Sonntag wieder, wenn ihr wieder Lust habt, dabei zu sein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Folgt mir auch total gerne auf Instagram, da ist auf jeden Fall auch immer was gebacken. Mit Magda, Pipi Lottchen und mit mir natürlich. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter. Ja, und wir sehen uns, ne? Bis dann. Tschüss. Noch wünsche ich euch noch eine schöne Tag.